Ja, weiter geht's in diesem Solo-Let's Play von Braga Caput Regni. Ich habe jetzt diese Plättchen ausgetauscht. Das sind jetzt die Stufe 2 Plättchen alle. Die bieten halt teilweise ein bisschen mehr Boni, die kosten teilweise ein bisschen mehr, aber bieten auch ein bisschen mehr Siegpunkte und ja, Boni im Endeffekt. Und auch hier bei diesen Verbesserungsplättchen, da kriegt man jetzt 2 Schritte, wenn man so eins baut, jetzt noch auf der Buchleiste, beziehungsweise auf der Hutleiste, ist das ja, auf dem eigenen Tableau. Ja, noch viele haben wir nicht viele Punkte, aber die kommen meistens dann erst gegen Ende, weil man dann natürlich bestimmte Dinge verbessert hat und einfach mehr Punkte machen kann. Ich hoffe das zumindest, wir werden sehen. Und ja, dann werde ich mal mit meinem 9. Zug weitermachen. Und ich habe hier unten wieder ein paar zur Auswahl. Und ja, wäre natürlich durchaus spannend, den hier zu nehmen, weil dann könnte ich auch noch ein Special machen. Dann könnte ich ihm dieses Special-Plättchen bauen, was natürlich durchaus nicht uninteressant ist, weil ich muss noch ein, zwei Häuser bauen, um hier ja, in die Richtung zu kommen. Und dann müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich. Ich habe immer noch kein Ei. Und noch ist keine Aktion, wo ich ein Ei nehmen kann. Die kommt dann jetzt hier. Die würde ich dann irgendwie dann doch bald nehmen. Da könnte ich dann auch gleich ein Haus bauen. Das klingt gar nicht so schlecht. Geld, Stein habe ich natürlich nicht so viel. Da habe ich jetzt ein bisschen ausgegeben. Bevor ich dann wieder große Mauern baue, brauche ich dann wieder Stein. Aber werden wir mal sehen, inwieweit wir das hinbekommen. Gut, dann würde ich sagen, nehme ich die Aktion. Und zwar würde ich eine Verbesserung bauen. Und ich würde eine Verbesserung bauen. Ja, würde ich das Plättchen nehmen hier. Wenn ich schon ein Special nehmen kann, kriege ich nicht den Siegpunkt. Aber ich kann mir das Special-Plättchen nehmen. Und würde das Special-Plättchen jetzt hier oben einpuzzeln und ich würde es so legen, sodass ich noch hier und hier Mauer bzw. Verbesserung ranbauen kann und entsprechend da nochmal ja, Siegpunkte bekomme und andere Boni. Das heißt, ich habe jetzt einfach hier, kriege ich immer 2 von diesen Schritten, das heißt, ich bin hier schon, ja. Und da es eine Verbesserung ist, bekomme ich wieder einen Siegpunkt für die Verbesserung. Genau. Wie gesagt, angelegt habe ich da noch nichts. Dann decke ich hier ein neues Plättchen auf. Oh, das ist natürlich schick. Da würde ich jedes Mal, wenn ich noch eine Verbesserung mache, noch ein goldenes Fenster bekommen. Aber das lohnt sich ja fast nicht. Ich könnte jetzt noch mal eine Verbesserungsaktion machen. Und würde auch schon das goldene Fenster bekommen. Wenn ich jetzt hier das abgebe. Die Frage ist halt, lohnt sich das? Das muss ich kurz überlegen. Also eigentlich bin ich mit meiner eigentlichen Aktion, mit der Verbesserungsaktion hier fertig. Das habe ich genommen und habe die Verbesserung eingebaut. Habe mir den Boni für die Verbesserung, das ich eingebaut habe, schon genommen. Jetzt könnte ich noch mit den 2 Sachen eine Zusatzaktion machen. Die Zusatzaktion, ich könnte ja theoretisch, weil ich brauche ja Stein. Das ist vielleicht die Mauer, dann muss ich die ja da außen dran bauen und dann ist das wieder ein bisschen. Ich probiere es nochmal aus, wenn ich das hier dran lege. Ja, doch. Das wäre nicht das Schlechteste. Könnte ich mir auch leisten im Moment. Ich könnte mir nicht das Special-Plättchen nehmen, wenn ich das als Zusatzaktion nehme, weil ich halt kein S habe dann auf der Bonus. Weil ich darf ja bloß eine aus den Aktionen nehmen. Die Frage ist, nehme ich jetzt einfach eine Verbesserung und nehme ich, die dürfe ich jetzt ja auch nicht nehmen. Ha, also macht das im Moment wenig Sinn. Die ist natürlich durchaus interessant, weil da würde ich einen Siegpunkt, aber ich würde auch ein silbernes Fenster bekommen. Und im Moment habe ich da als Boni, wenn ich auf dem Weg gehe, dass ich Geld, einen Stein abgebe für Gold. Und Steine habe ich nicht viel und Gold, also das ist eigentlich die bessere Aktion. Aber das nochmal zu verbessern, gut, ich würde dann hier hochrutschen in der Leiste, aber heieiei.
Das ist gar nicht so einfach. Meinst du mal einen Stein abgeben, um das auszutauschen? Ein Gold abgeben. Ich gebe nochmal Gold ab. Einfach mal so und guck mal hier, was ich hier an neuen Plättchen bekomme. Vielleicht bekomme ich ja eine Steinverbesserung. Das würde da oben ganz gut passen. Nochmal eine Verbesserung für... Das ist aber auch nicht schlecht. Für die Mauer brauche ich auch noch eine. Und hier wäre nochmal eine für die Verbesserungsaktion. Da würde ich dann Steine bekommen. Und Steine habe ich nicht viel. Und da würde ich halt einen Siegpunkt bekommen, wenn ich der Bauer... Die Frage ist, wenn ich das jetzt hier ranlege... Kann ich das so legen? Dann könnte ich theoretisch, wenn ich noch eine Mauer baue, mir noch das Dings holen. Und würde auch gleich die Steine bekommen, weil ich eine Verbesserung gemacht habe. Naja, ich glaube, das mache ich. Ich gebe 2 ab, also 1 Gold und 1 Silber und nutze eine Zusatzaktion. Und für die Zusatzaktion, das wäre die Verbesserungsaktion, dann nehme ich mir halt dieses Plättchen. Normales Plättchen, das überbaue ich, das darf ich. So. Eigentlich könnte es auch gleich so reinbauen. Dann würde ich gleich nochmal 2 blau-rote Plättchen bekommen. Allerdings möchte ich ja auch tendenziell bei... Ich nehme das nicht. Ich nehme das. Ich nehme die Verbesserung. Weil die kann ich nämlich hier einbauen. Über die Maueraktion. Und da werde ich noch was bauen. Und dann kriege ich nämlich gleich mal 2 silberne Fenster. Und die brauche ich, weil ich will ja noch hochlaufen. Das ist immer der Mangel. Also ich gehe hier 2 hoch, weil ich dafür 2 Dings bekomme. Ich habe eine Verbesserungsaktion durchgeführt. Ich bekomme noch einen Siegpunkt. Und eben diese 2, weil die aneinander liegen. Da liegt nichts an, aber da könnte ich theoretisch noch eine Mauer hinbauen und würde auch noch was bekommen. Mal schauen. Jetzt habe ich 2 Fenster dazu bekommen. Bin auf der Buchleiste fast ganz oben, was schon mal ganz gut ist. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen hochgehen. Bei der Buchleiste muss ich noch ein bisschen hochgehen. Und ich bekomme halt noch einen Siegpunkt jedes Mal, wenn ich jetzt noch eine Mauer baue. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Okay. Das war meine Aktion plus die Zusatzaktion, das heißt, ich drehe weiter, kommt hier rein, dann der Kollege nimmt das und ich mache jetzt meine 10. Aktion von 16. Das heißt, ich könnte die hier nehmen und würde auch einen Siegpunkt gleich bekommen. Ja, und könnte eine Mauer bauen und würde halt einen Siegpunkt da auch noch mal bekommen. Die Frage ist, ich habe jetzt noch 2 Steine. Ja, und da würde ich auch 2 Steine wieder bekommen. Ich glaube, das ist keine schlechte Aktion. Dann nehmen wir das, nehmen uns einmal die 2 Steine. Weil Steine habe ich in dem Spiel eigentlich zu wenig. Und dann habe ich diese Aktion und nutze die Aktion da oben. Wieder eine Mauer bauen. Und suche mir jetzt eine Mauer aus. Und können mir jetzt auch eine 4. Mauer aussuchen. Würde aber... die hier nehmen. Ist nicht ideal, aber das ist es ja selten. Würde die aber bauen. Und zwar würde ich die hier hin bauen. Das heißt, ich muss 2 Geld ausgeben und 2 Stein. Das kostet mich das Ding. Dann kriege ich 2 Siegpunkte, weil es da oft abgedruckt ist. Und ich kriege jeweils 1, weil ich ja so 2/3 von 2 Kreisen voll gemacht habe. Das heißt, ich würde nochmal 2 von diesen roten Plättchen bekommen. Jetzt muss ich aber wirklich dann nochmal Gebäude bauen, um hier vorzurutschen, sonst bringen mir die alle nichts. Die Plättchen. Der ist leider verschwendet, weil ich hier nichts mehr dran bauen kann. Oh, sieht man jetzt hier nicht, aber hier. Der ist leider verschwendet. Also hier habe ich jetzt jeweils ein rotes Plättchen bekommen, weil ich da diese 2/3 Kreise gemacht habe. Ich glaube, ihr habt jetzt gerade wahrscheinlich gar nicht gesehen. 2 Siegpunkte, weil das abgedruckt ist und hier kann ich nichts mehr ranbauen. Also der ist verloren, aber das ist halt manchmal so und das ist egal. Den Siegpunkt vom Bauen von links habe ich auch schon bekommen.
weil ich jetzt die Bauenaktion der Mauer gemacht habe, bekomme ich auch einen Siegpunkt. Okay. Den Stein hatte ich mir genommen, genau. Dann legen wir den hier oben rein und drehen weiter. Dann ist er dran, er nimmt das hier. Dreht das eins weiter. Ich bin mit meiner 11. Aktion dran. Und wir sehen hier schon wieder. Ja. Ja, das war jetzt soweit. Wir sind quasi, wenn er bei seiner Aktion rattert er wieder rein. Man sieht schon, es kippelt schon etwas. Das heißt, ich bin jetzt dran mit meiner 11. Aktion. Okay. Okay. Wir können noch eine Mauer bauen, dann wird noch mal ein Dings kriegen. Das heißt aber, ich möchte eigentlich irgendwann noch mal auf dieser blöden Straße vorangehen. Muss ich mal hier dieses Plättchen irgendwann nehmen, da baue ich auch schon. Ist die Frage, ob ich da jetzt mal irgendwie ein Gebäude baue. Was kosten denn die Gebäude? 3, 4. Ja, da würde ich einen Schritt bekommen. Zwei Geld bekommen, was auch nicht das Schlechteste ist. Ich glaube, das werden wir wahrscheinlich machen. Ich werde das hier nehmen und bekomme 2 Geld. So. Dann nutze ich die Bauaktion für Gebäude. Da habe ich jetzt hier auch, da bekomme ich noch einen Schritt hoch bei der, beim Hut. Dann bin ich schon, stoße ich schon an, aber immerhin. Das können wir gleich mal machen, weil ich baue ja ein Gebäude. Das heißt, ich bin jetzt hier quasi jetzt einen hochgesetzt und bin jetzt ganz oben angestoßen. Und wenn man noch höher kommen würde, das heißt, wenn ich nochmal ein Gebäude bauen würde oder irgendwie ja, Hüte bekommen würde, würde ich 2 Siegpunkte jeweils bekommen, wenn man oben anstößt. So, dann führe ich das hier nochmal auf von meiner Mauer eben. Jetzt suche ich mir eins von diesen Gebäuden aus. Ich kann nur ein normales Gebäude nehmen, weil ich ja nur, weil ich kein S dort in diesem als Bonus habe. Aber ich will eins von denen hier, weil die halt, die bringen mir halt ja, erstmal diesen Schritt. Jetzt die Frage, 4 Siegpunkte oder eine Verbesserung auf der Steinleiste. Die Steinleiste werde ich sowieso nicht bis hinten kommen. Da bin ich ja immer noch am Ausgangspunkt und werde da auch nicht groß mehr vorrücken. Das heißt, ich werde wohl den hier oben nehmen. Da werde ich dann einen Stein bezahlen müssen. Da habe ich nur noch einen Stein und 4 Geld. Dann habe ich nur noch 2 Geld. Uiuiui. Und dann kaufe ich mir einfach dieses Plättchen, was im entsprechend so viel Geld kostet und Stein. Dann bekomme ich sofort 4 Siegpunkte, wie man da links sieht. 4 Siegpunkte. 1, 2, 3, 4. Und ich kann das platzieren und bekomme hier auch noch einen Schritt. Machen wir gleich mal einfach hier in die Richtung rot. Was schon mal gut ist. Jetzt sind jeder von meinen roten Schritten schon mal 1 Siegpunkt wert. Immerhin. Und jetzt platziere ich das Gebäude. Die Frage ist, wo platziere ich es hin? Wenn ich hier unten ein Geld abgebe, würde ich 2 Siegpunkte kriegen. Wenn ich jetzt sogar 2 Geld abgebe, würde ich 3 Siegpunkte bekommen, was jetzt nicht unbedingt das Schlechteste ist. Wir machen das mal, wir legen das hier hin. Ist jetzt egal, wie ich es lege, weil es ja keine Ecke hat. Also ich kann jetzt hier nicht irgendwie, kriege keine blauen Plättchen. Ja, und ich setze ein Cube da rein. Hier sieht man so ein kleines Männchen. Und wenn ich das da reinsetze, habe ich dann die Mehrheit. Wenn ich die zwei auch noch bebaue, dann würde ich beide Boni kriegen in dem Moment. Wenn am Ende das nicht fertig gebaut ist, also wenn mindestens ein Platz hier noch frei ist an dem Markt, dann kriege ich nur das untere, was auch 40 Punkte wären. Aber es war auch nicht schlecht hier, nochmal auf der Buchleiste nach oben zu gehen, also auf der anderen Leiste wären da 2 Siegpunkte. Okay, dann habe ich das dahin gebaut, habe den Schritt gemacht, habe die 4 Siegpunkte mir genommen. Genau, was ich jetzt natürlich die ganze Zeit nicht genommen habe, aber das hatte ich auch nicht, weil ich keine Mauer gebaut habe, war das mit diesem Symbol. Habe ich also zwar vergessen, allerdings, aber was ich jetzt vielleicht mal machen würde, ich würde einfach nochmal als Aktion, am Ende meiner Aktion 2 Plättchen ausgeben und würde dann hier eins nach oben gehen und würde hier eins nach oben gehen
Und das würde mir hier 2 Siegpunkte bringen, weil ich da drauf ziehe. 2 Siegpunkte. Und da ich hochgegangen bin um eine Stufe, bekomme ich hier durch dieses Blättchen nochmal 2 Siegpunkte. Okay, dann bin ich hier in der zweiten Etage. Das ist ja schon mal nicht das Schlechteste. Jetzt habe ich das Geld, hatte ich mir genommen, ich habe die Aktion gemacht, habe das Haus gesetzt, habe mir da die Boni genommen, bin davor gerückt. Okay, dann kommt das hier oben rein. So, jetzt hängen wir fest, das heißt, er ist jetzt rutscht man hier aufs Letzte vor und dann sieht man hier nochmal, ich bin jetzt noch 5-mal dran, er 6-mal. Er ist ja nach mir dran jetzt, also er jetzt dran und dann sind wir jeder noch 5-mal dran. Genau, dann nimmt er das hier, setzt das hier oben rein. Jetzt bin ich mit meiner 12. Aktion dran. Und jetzt ist natürlich die Frage, tja, wenn ich jetzt eine Aktion nehme, nimmt er eine von den beiden weg. Ich habe noch 2 Geld. Ich könnte mir natürlich auch die Aktion nehmen. Allerdings habe ich überhaupt keine Steine. Ich könnte mal Gold produzieren. Und könnte dann mir wenigstens ein Ei holen. Und dann, weil er nimmt eins von denen weg. Und dann kann ich, ja, ich glaube, das werde ich so machen. Das heißt, ich werde ein Geld ausgeben, um diese Aktion nutzen zu können hier. Und werde dann produzieren Geld. Nicht verbessern. Ja, wäre auch gut, aber ich brauche eigentlich im Moment das Geld dann zum Bauen. Das heißt, produzieren würde bedeuten, ich kriege jetzt wieder hier 5 Geld. Das haben wir dann also 6 Geld, 3 Siegpunkte, habe ich 30 und ich würde noch einen Stein bekommen, der auch dringend benötigt wird. So, dann kann ich noch ein Geld abgeben, um mir das Ei zu holen, was ich dringend für die Karlsbrücke brauche, weil da will ich eigentlich auch noch hoch. Dann habe ich den Bums genommen, habe die Aktion genommen, ich habe Gold produzieren gemacht. Das heißt, ich habe die Aktion, ich weiß gar nicht, ob ich davon gedacht habe, aber jetzt denke ich dran, ich bekomme noch einen Siegpunkt, weil ich Gold produziert habe. Genau. Richtig. Dann kommt das hier oben rein, ich drehe weiter. Erst dran, nehme das erste vordere und lege das hier oben rein und drehe es weiter. Dann bin ich mit meiner 13. Aktion dran. Dann werde ich jetzt das hier nehmen, wobei das natürlich nicht schlecht ist, weil dann kriegt man wieder ein Fenster. Aber gut, das ist halt, man kann nicht mal alles haben. Ich würde die Aktion auf jeden Fall nehmen, dann bekomme ich mir noch einen Stein und Stein ist wie gesagt selten. Und ich würde die Bewegungs... Oh, seht ihr jetzt gar nicht. Ja, aber ich würde hier die Bewegungsaktion nehmen auf der Richtung Karlsbrücke. Das heißt, ich bewege mich hier eins weiter und nutze dann diese Aktionen. Das heißt, ich gebe erstmal hier ein Ei ab, um entweder 2 silberne Fenster zu bekommen. Oder eine Verbesserung sowohl beim Gold als auch beim Stein. Aber da ich da wahrscheinlich nicht anschlagen werde am Ende, werde ich mir lieber die 2 silbernen Fenster nehmen, weil ich doch da oben noch ein bisschen hochlaufen will. Ja, ich nehme mal 2 silberne Fenster. Die Frage ist, gebe ich es gleich da aus, dann sind es 3 Siegpunkte und ich rutsche da hoch. Oder warte ich lieber. Wobei, da komme ich ja kostenlos hoch. Genau, ich habe gerade mal nachgeschaut, also man darf bloß einmal ein Gold und ein Silber bzw. 2 Gold abgeben. Also man darf jetzt nicht in einer Runde 2 oder mehr von diesen Zusatzaktionen sich hier nehmen für die Fenster. Aber das hatte ich auch nicht gemacht. So, ich hatte mir die 2 Fenster genommen und ich würde die aber nehmen, weil ich will dann nämlich ganz, ich will hier ganz hoch, weil hier gibt es noch ein Wertungsendbettchen, wenn ich die oberste Stufe erreiche. Das will ich unbedingt haben, von daher warte ich mal lieber und gebe die noch nicht aus. Und dann habe ich noch eine zweite Aktion, ich gucke, wie viel Wertungen, Aufwertungen, Verbesserungen ich in der ersten Stufe habe und kriege dafür 3 Siegpunkte jeweils. Und ich habe 1. Habe ich eigentlich vorhin was überbaut? Nee, hatte ich nicht, wollte ich ja, aber habe ich nicht gemacht. Ich habe 1, 2, 3 der Stufe 1, das heißt, ich kriege 9
Siegpunkte. Da sind wir. So, okay. Das war das. Das war meine Aktion. Ich habe die Aktion gemacht. Ich könnte jetzt einen Stein abgeben für 2 Geld. Die Frage ist, naja, ich will schon noch Häuser bauen, ne? Aber ich werde, naja, das ist durchaus verlockend. Kriegt man denn, decken das hier mal auf, kriegt man denn auch eine Mauer noch für 2 Steine? Unten eine Special-Mauer. Zur Not kriege ich hier nochmal irgendwie einen Stein bei der Aktion hier dazu. Also würde ich das einfach machen, ich gebe einen Stein ab, na, weil ich jetzt hier gelaufen bin und kriege 2 Gold dazu. Okay. Dann haben wir das gemacht. Dann war das meine Aktion. Genau, dann kommt das hier rein und ich drehe es mit 2 weiter. Dann ist er dran, nimmt das vordere, legt das da hin und hier und ich mache meine 14. Aktion. Jetzt stellt sich die Frage, jetzt kann ich natürlich schon diese Aktion ja machen. Ich bräuchte auch nochmal Eier, da brauche ich auch nochmal Stein. Die Frage ist, wenn ich jetzt die mache, nimmt er die, dann könnte ich die nochmal machen. Aber ich will ja auch Haus bauen. Das Special-Haus bauen für 4 Geld und nur 1 Stein könnte ich bauen. Oder 2 Siegpunkte nehmen. Das wäre auch nicht schlecht. Hier würde ich, dann würde er das nehmen. Dann könnte ich das machen mit der Steinaktion. Genau. Das ist eigentlich nicht das Schlechteste. Dann könnte ich das hier machen mit dem, ja, ich glaube, so werde ich es machen. Ich werde das hier nehmen. Und dann nehme ich die Hausbauen-Aktion. Und ich glaube, ich werde die 4 Geld und die 1 Stein nehmen, wobei... Ich bräuchte ja eigentlich hier, wie gesagt, um da vorzurücken. Das ist natürlich hier 2 Hochrutschen, dann bekomme ich eine Sonderaktion nochmal. Das ist natürlich stark. Die sind meistens sehr gut. Und das bringt mir gar nichts. Gucken wir mal. Vielleicht baue ich ja dann noch ein Haus. Und dann rutsche ich ja da eins hoch, dann gehe ich hoch und... mal schauen, wie wir es machen. Ich glaube, ich baue das hier unten und weil ich hier noch Special-Dings genommen habe, kann ich das Special-Haus bauen. Das heißt, ich nehme mir das und platziere das halt in meinem Reich. Ich ziehe erstmal 4 ab, 3 Geld und noch 1 Stein habe ich, weil es 4 Geld und 1 Stein gekostet hat, dieses... Gebäude, das wird ja nicht da impliziert, das wird hier impliziert, genau. War natürlich Quatsch, ich wollte nochmal zeigen, wie ich das Geld abziehe und Stein, also es wird hier platziert. Habe ich also vorhin übrigens die 2, habe ich glaube gar nicht bezahlt, oder? Egal, muss ich auch nicht, kann ich, muss ich aber glaube nicht. Bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das muss. Weiß ich jetzt nicht mehr, jetzt müsste ich es tun, werde ich auch machen. Das heißt, ich werde es... hier hin platzieren, 1 Geld ausgeben für 1 Siegpunkt mit runter, dann bekomme ich, das Symbol bedeutet, mal näher ranhalten, das Symbol bedeutet hier oben, dass ich so viel Siegpunkte bekomme, wie insgesamt Gebäude dort liegen an dem Markt, inklusive dieses hier, und das sind ja 3 Gebäude an diesem Markt, also ich bekomme nochmal 3 Siegpunkte dafür, dann bekomme ich ein blaues Ding dafür und ich bekomme 2 Schritte auf der Buchleiste und dann gehe ich hier 2 Schritte hoch und da bin ich jetzt auf dem 3. Technologielevel und darf mir 3 dritte Technologieplättchen nehmen und darf mir die angucken und das werden wir jetzt mal kurz machen und die sind eben Einmaleffekte und die sind dafür relativ stark. Gucken wir mal. Zum Beispiel müsste ich hier kein Stein und kein Gold bezahlen, um diese, ja sieht man hier, diese schwarzen Striche. Da müsste ich eigentlich jeweils, wenn ich hier rüber gehe, was gleich der Fall ist, wie man ja sieht, also ich müsste jetzt ein Gold und einen Stein bezahlen, um hier rüber zu gehen. Das ist natürlich nicht schlecht, vor allem, weil ich eigentlich ganz hoch will, würde mir das 2 Stein und 2 Gold und 3 Stein sparen. Da würde ich noch einmal Gold und Stein produzieren, was auch nicht der schlechteste ist, zumal es mir noch Siegpunkte und noch Stein zu sich bringen würde. Wäre eigentlich eine bessere Aktion als die erste wahrscheinlich.
Und die ist natürlich auch nicht schlecht. Da brauche ich nicht nochmal extra ein Ei, sondern ich könnte eigentlich quasi am gefrorenen Ei und könnte nochmal eine Laufaktion machen. Aber da ich ja ein Ei da bekomme. Das Problem ist, ich bekomme nicht nochmal ein zweites Ei wahrscheinlich. Doch, das würde ich das drauflegen, bekomme noch ein zweites Ei. Okay, dann mache ich die Aktion nicht und die Aktion nicht, sondern ich mache die Aktion. Das ist jetzt ein bisschen die langweilige von den dreien, aber da kann ich halt nochmal produzieren und das würde ich einfach mal gleich mal machen, weil es ist ja egal. Ich würde noch einmal Gold produzieren, das heißt, ich würde 5 Gold bekommen, das heißt, ich hätte 7 Gold. 2 Steine würde ich bekommen, 3 Gold, 3 Steine. Aber die Produktion ist ja die ganze, das heißt, ich würde auch noch 3 Siegpunkte bekommen. 3, 47 und noch den Stein, das heißt, hätte ich 4 Steine. Das heißt, ich habe mein Lager wieder ein bisschen aufgefüllt mit diesem einen Plättchen, das ist aber nur einmalig und dann drehe ich es halt um und habe es halt genutzt. Genau. Das war das. Genau. Genau, das habe ich da bekommen, weil ich da hochgegangen bin durch das Haus hier. Und dann habe ich das alles abgehandelt. Dann bin ich fertig mit der Aktion. Dann kommt das hier oben rein und ich drehe es eins weiter. Beziehungsweise, ich habe ein Haus gebaut. Das hier nutzt man noch. Sagen da, ich bekomme noch hier oben einen Anschlag. Das heißt, ich bekomme nochmal 2 Siegpunkte, weil ich ja schon oben bin. Das soll man nicht vergessen. Das ist wichtig. Und weil ich Gold produziert habe, gerade eben, bekomme ich auch nochmal einen Siegpunkt. Naja, da muss man halt wirklich drauf achten, auch bei diesen Bonusaktionen. Das ist halt immer so eine Sache. Gut. Dann ist er dran. Er nimmt sich das Vordere auf und dann kommt meine vorletzte Aktion, die 15. Okay. Dann wollte ich eigentlich, das ist die Frage. Wir müssen uns mal die Endwertung angucken. Man sieht hier, wenn man hier guckt, unten zum Beispiel Punkt 4, für 3 Mauern, die ich im Moment habe, würde ich 4 Siegpunkte bekommen. Wenn ich noch eine Mauer mehr bauen würde, würde ich 10 Siegpunkte bekommen. Das sind 6 Siegpunkte mehr. Das ist jetzt nicht schlecht. Zumal ich vielleicht auch so bauen kann, dass ich noch ein rotes Plättchen bekomme. Oder Siegpunkte extra, je nachdem, wie ich die Mauer platziere. Und auch nochmal mich in dem Bereich bewege, wobei das jetzt da nicht so wahnsinnig spannend ist. Ich möchte aber eigentlich auf jeden Fall noch ein Gebäude bauen. Tja. Damit ich hier vorrücken kann, damit ich einmal kostenlos hochrücken kann, dann kann ich nochmal hochrücken, damit ich wenigstens hier hinkomme. Eigentlich will ich ja ganz hoch, aber das wird sehr eng. Das wird sehr eng. Je. Was machen wir? Da würde ich auch nochmal ein silbernes Fenster bekommen. Hier würde ich auch nochmal ein Buch bekommen, Buchschritt. Wenn ich das hier fertig machen würde, das würde ich ja nochmal eine Aktion, eine Sonderaktion bekommen, was bestimmt auch ganz gut ist. Sollte ich vielleicht irgendwas in der Richtung nutzen. Okay. Okay. Okay, ich habe jetzt noch 2 Aktionen. Ich will noch ein Haus bauen, ein Gebäude bauen und um das hier unten fertig zu machen. Am besten noch eine Mauer bauen. Müssen wir mal gucken. Und ich will mich auch da Dings noch bewegen. Das ist natürlich für 2 Aktionen ein bisschen sportlich. Die Frage ist, komme ich noch irgendwie an ein goldenes Plättchen? Eher nicht.
Das macht jetzt keinen Sinn, weil ich habe kein Ei, um hier vorzugehen. Ich bräuchte auf jeden Fall ein Ei, um so ein Plättchen zu nehmen. Das heißt, ihr müsst ich die nehmen. Geld habe ich ja eigentlich genug. Ich könnte aber auch erstmal das machen, um ein Haus zu bauen. Aber ich kann ja bloß noch zwei Plättchen nehmen. Ein Haus, eine Mauer zu bauen. Die Frage ist, so richtig viel bringt mir die Mauer jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, da kriege ich mehr, wenn ich da oben nochmal lang gehe. Zumal, wenn ich ja dann nochmal schaffe, auf dem vorzugehen, wenn ich mir nämlich hier das Ei hole, kann ich nochmal in der nächsten Runde quasi auf der Mauer lang gehen. Ja, dann muss ich die Aktion hier nehmen, bezahle ein Geld, dann wandle ich gleich einen Stein in ein Ei um, weil das brauche ich jetzt für die Aktion auf der Straße. Dann gehe ich hier hin und dann gebe ich hier ein Geld ab, ein Ei ab, um mir drei seiner Plättchen zu nehmen. Die gucken wir uns auch gleich an und gebe das Ei ab. Und dann schauen wir uns mal an, was es da für Plättchen gibt. So. Das wären 6 Punkte, weil ich ja schon oben angeschossen bin. Das wären nur 2 Punkte im Moment, weil ich halt da nur in der ersten Spalte bin, was einen Punkt pro blauen Plättchen gibt. Hier würde ich in den blauen weiter vorgehen. Ja, würde ich noch einen Siegpunkt kriegen durch meine Loser-Plättchen, 2 Siegpunkte. Und ich würde vor allem ein silbernes Dings kriegen, was durchaus interessant ist. Das Problem ist, ich werde nicht nochmal das Haus bauen können, um ja, hier automatisch eins hochzurutschen. Das ist natürlich ärgerlich. Die Frage ist, baue ich das Haus dann einfach nicht? Ich versuche einfach 3 Etagen hochzukommen. Ich meine, das Haus würde mir noch Bonuspunkte bringen, aber eigentlich will ich hier ganz oben hin, weil dann kann ich mir hier noch so ein Entwertungsplättchen nehmen. Ich will eigentlich das Entwertungsplättchen und das Entwertungsplättchen. Die Frage ist, kriege ich das noch hin? Aber da ich nicht nochmal ein goldenes Fenster bekomme, sehe ich da im Moment ein bisschen schwarz. Tja, da fehlt mir eine Aktion am Ende. Tja, weil ich irgendwie nicht... Ich hätte vielleicht hier unten auf dieses gehen sollen. Da gibt es auch ein goldenes Fenster. Oder eben nochmal wirklich auf die Buchaktion gehen. Wobei... Wenn ich das... Nee. Ja nichts. Nee, der kriegt das auch nicht mehr auf diese vierte Buch. Ja, auf dieses vierte Buchlevel, um mir noch eine Vierer-Technologie zu nehmen. Ja, es ist diese Runde nicht so, diese Partie nicht so ideal gelaufen. So, ich bin auf jeden Fall hochgelaufen und muss mich jetzt entscheiden zwischen den 3 Plättchen. Am sichersten wären auch die 6 Siegpunkte, die ich durch diese Hüte da bekomme. Da würde ich auf jeden Fall 3 Siegpunkte, 4 Siegpunkte, weil ich so ein blaues Plättchen habe. Und halt ein silbernes. Und da ich ja noch auf jeden Fall hochgehen will, weil mir das auch Siegpunkte bringt, glaube ich, will ich die 2 weglegen. Ja, ideal ist es nicht. Aber wir nehmen uns mal das hier. Das heißt, ich kriege erstmal ein silbernes Plättchen. Dann habe ich jetzt 3, muss ich gleich verwenden, bevor mein Zug zu Ende ist. Sonst muss ich es abwerben, ich kriege 2 Siegpunkte und ich kriege eine blaue Aktion. Achso, und das kriege ich natürlich nur den Siegpunkt, wenn ich auch ein Gebäude baue, eine Mauer. Das kriege ich also nicht, gut. Aber egal, ja, dann habe ich das genommen. Dann kriege ich hier, rutsche ich hier 1 rüber. So, ist jetzt auch nicht so toll. Jetzt kann ich auch das noch nehmen und hier auf der Brücke platzieren und damit natürlich nochmal was nutzen. Und da ich ja hochwandern will,
Jetzt die Frage, 3 Siegpunkte, ja, ich nehme die 3 Siegpunkte und das Plättchen, beziehungsweise, ich wollte ja das einnehmen, um noch die Aktion in der, ja, das muss ich nehmen. Ja, wir nehmen das Ei und dieses Plättchen, das heißt, ich bekomme ein blaues Plättchen noch und ein Ei und dann überdecke ich das mit meinem Plättchen, was ich mir gerade genommen habe. So. Okay. Dann habe ich die Aktion gemacht. Ich bin natürlich wieder gegangen hier auf dieser Dings. Das heißt, ich könnte wieder Stein in Geld umwandeln, aber das bringt im Moment nichts mehr. Ansonsten habe ich nichts bekommen. Gut, dann lege ich das zurück. Dreh weiter. Er nimmt sich das. Legt das hier rein. Und ich bin dran. Meine letzte Aktion. Oh, Moment. Am Ende der letzten Runde habe ich noch 2 ausgegeben und bin hier 1 hochgegangen. Dafür muss ich auch noch ein Gold und ein Stein ausgeben. Ja, spielt keine Rolle. Ne, das habe ich nicht gemacht. Ich bin hier runter und habe noch mein Dings. Und muss einen von den silbernen Plättchen abwerfen. Ja, das ist nicht ideal gelaufen. Machen wir das. Okay, dann bin ich jetzt dran. Ich könnte noch laufen auf der Kartbrücke. Ich habe ein Ei, dass ich da wenigstens eine Siegendwertung in irgendeiner Form bekomme. Das läuft nicht gut in dieser Runde. Letzte Runde lief deutlich besser. Die aber mit 1-2 Regelfehlern. Die waren jetzt nicht schwerwiegend. Aber war auf jeden Fall lief deutlich besser die Runde. Da bin ich aber eher noch auf diese Verbesserung gegangen. Habe ich diesmal allerdings auch. Ja. Die Frage ist, gehe ich da hoch und hole mir das Endwertungsplättchen? Die sind schon nicht schlecht, bringen noch ein bisschen was an Punkten. Da weiß man halt nicht, was man kriegt. Kann aber Punkte bringen. Wenn ich hier noch das fertig baue, werte ich das, dann würde ich 2 Siegpunkte und den Schritt bekommen. Ja, das würde mir auch nochmal 3 Siegpunkte, also 5 Siegpunkte bringen. Den kriege ich auf jeden Fall. Also das wären, wenn ich das fertig mache, 5, beziehungsweise je nachdem, was ich hier hinbaue, würde ich ja noch zusätzlich Siegpunkte bekommen. Ja, wenn ich das hier hinbaue, ja, da würde mir wahrscheinlich mehr bringen als die Endwertung wahrscheinlich. Wobei ich das hier auch nochmal da oben drauf lege und dann... Aber ich habe jetzt eigentlich mich dafür entschieden, dass ich das Gebäude baue, weil sonst hätte ich ja eben, wäre ich schon hochgegangen. Jetzt will ich ja das Gebäude bauen. Dann kann ich auch nicht das mit den 6 Siegpunkten bauen. Naja, gut. Ist dann so, wie es ist. Wo haben wir denn die Gebäudebauplättchen? Das hier nehmen wir einfach. Ist jetzt egal. Dann nutze ich die Gebäudebauaktion. Ich bekomme noch ein Fenster, ein silbernes. Ich baue eines der Gebäude und ich muss eins bauen, weil ich noch hier rüber will mit einem Symbol. Achso, hier hatte ich übrigens vorhin noch mein Q drauflegen müssen. Beim Solospiel war nicht so wichtig. Beim Mehrspielerspiel schon. Und ich kann ja, weil ich das von hier genommen habe, nur das bauen. Dann baue ich das da hin, gebe noch ein Geld aus, bekomme 2 Siegpunkte. Platziere das da drauf. Leider keine Ecke für blaue Plättchen. Platziere dann auch hier am Cube drauf. Gebe die 3 Geld ab natürlich, die ich abgeben muss für das Plättchen. Rutsche hier eins hoch bei der Produktion. Bin ich allerdings hier eigentlich auch schon. Ne? Naja, aber würde ich noch so ein Bonusplättchen bekommen, aber da ich nicht produziere, spielt das keine Rolle. Und jetzt darf ich hier noch eins nach da rücken. Das weiße Fall bedeutet, ich brauche keine, für den Schritt nach oben keine 2 Fenster auszugeben. Das heißt, ich gehe nach oben, muss aber die Kosten ausgeben. Das heißt, ich gebe einen Stein und ein Geld aus. Gut, bin ich da hochgegangen. Genau.
Dann habe ich eine Ebene, bin ich hochgegangen, da greift hier wieder mein Bonusblättchen, da kriege ich 2 Siegpunkte. Und dann gebe ich noch 2 Fenster aus, um noch einen hochzugehen. Dann bekomme ich wieder 2 Siegpunkte. Dann haben wir das hier unten fertig, das heißt, dass die wird auch gewertet. Das heißt, ich bekomme einen Schritt auf der Buchleiste, ich bekomme einen Schritt auf der Dingsleiste, das sind wieder 2 Siegpunkte, weil ich oben schon angeschlossen bin. Und ich bekomme 4 Siegpunkte. Ja, da unten die Wertung. Das heißt, ich bin jetzt bei 64. Ja, und leider habe ich jetzt keinen. Also die goldenen Fenster sind echt wichtig. Die muss man sich echt eigentlich holen, um eben Zusatzaktionen. Ich habe bloß eine oder habe ich 2? Kann auch sein, dass ich 2 Zusatzaktionen gemacht habe. Aber so eine dritte wäre schon gut gewesen nochmal. Weil ich einfach jetzt dann nochmal hochgegangen wäre. Hätte ich nochmal eine Endwertung bekommen. Wenn es gut gelaufen wäre, hätte ich vielleicht sogar noch da oben hingehen können. Irgendwie hätte ich mir noch das vielleicht geholt, dann hätte ich nochmal hochgehen können. Dann wäre ich zumindest in der oberen Reihe gewesen. Aber das nützt ja nun nichts. Ich habe das nicht. Dann legen wir das hier rein. Das habe ich jetzt gemacht, ich habe Hausbau gemacht. Das heißt, bin mir nicht sicher, ob ich den nicht. Habe ich mir wahrscheinlich schon genommen, weil ich da oben angestoßen bin. Beziehungsweise ich kriege aber hier noch einen, weil ich Hausbau gemacht habe. Also den kriege ich auf jeden Fall noch. Beziehungsweise einen Schritt. Nee, den habe ich mir schon genommen. Glaube. Wie auch immer. Spielt, glaube ich, am Ende nicht die Rolle. Muss man aber, das muss man eben beachten. Da sind manchmal nachher viele Sachen. Da kriege ich was, da kriege ich was, da kriege ich was. Das ist halt. Da wird es am Ende vielleicht teilweise ein bisschen unübersichtlich. Ja, und er nimmt dann das, legt es oben hin und rastet ein. Das heißt, das Spiel ist vorbei. Das heißt, wir haben genau 16 Züge jetzt gespielt und jetzt kommt die Endwertung. Ja, die Endwertung ist ganz einfach hier beschrieben und ja, wenn man das hier sieht, also ganz oben würden unfertige Mehrheitenwertungen um Plätze, um Marktplätze gewertet werden. Das heißt, wenn jetzt hier zum Beispiel so ein, wenn ich das nicht gebaut hätte, würde das jetzt gewertet werden. Ich hätte die Mehrheit, ich würde das untere kriegen, das heißt, ich würde 4 Siegpunkte kriegen. Aber nicht das obere. Ist aber nicht, weil hier stehen ja keine Würfel drauf, das heißt, es gibt keine anderen Gebäude, wo Mehrheiten irgendwie sein könnten. Dann haben wir die zweite Wertung. Da schauen wir, wie oft wir quasi die das hier haben. Wir sind hier oben ganz oben, das heißt, hier ist eine 3 drunter. Und dann gucken wir, wie weit wir hier sind. Da sind wir auf 5. Das heißt, 5 mal 3 sind 15 Siegpunkte bringt das. Das heißt, wir kriegen 15 Siegpunkte. Das ist 74, 79. Dann kommt die Wertung für die Kathedrale und für die Hungermauer erstmal. Das heißt, da gucken wir einfach, in welcher Reihe wir sind. Und das hier sind wir der untersten, das heißt, da kriegt man gar nichts. Hier sind wir in der, da kriegt man 13 Punkte, das heißt, wir kriegen 82, 92 Punkte. Okay. Und dann gibt es noch weitere Wertungen, und zwar das mit diesen Markern. Wir haben 2 blaue Marker. Ich bin hier in der Spalte 2. 2 mal 2, 2 Marker mal 2 sind 4 Punkte. 1, 2, 3, 4. Und hier bin ich in der, auch in der zweiten Spalte, hier haben wir 5. Das heißt, 2 mal 5 sind nochmal 10 Punkte. 106. Dann haben wir die Wertung gemacht. Dann gucken wir bei den Mauern. Da habe ich 3 Mauern habe ich da und die bringen mir 4 Siegpunkte. Da sind wir bei 110. Ja, normalerweise würde man jetzt noch diese Siegel werten, aber da ich jetzt hier bei den Produktionen nirgendwo hinten angestoßen bin, habe ich also auch hier nirgendwo ein Siegel setzen können. Das heißt, hier im zentralen Bereich kriege ich keine Punkte. Und da ich jetzt auch hier nicht ganz oben hingekommen bin, um einen Schritt, und hier auch nicht hingekommen bin, was beides schlecht war, habe ich im letzten Durchlauf geschafft. Das sind halt, um es mal kurz zu zeigen, nochmal so Endwertungsplättchen. Die kann ich jetzt nur mal zeigen. Das heißt, hier kann man sich auch eins aussuchen von den dreien. Hier würde man zum Beispiel für jede Verbesserung 3 Siegpunkte bekommen. Ich habe 5 Verbesserungen, das wäre 15 Siegpunkte gewesen. Hier für jede Mauer 2, das wären gut 6 Siegpunkte bei mir gewesen, nicht so viel. Und für jeden Schritt, also 3 Siegpunkte plus für jeden Schritt auf der Produktionsleiste vom,
vom Stein nochmal ein Siegpunkt. Das heißt, hier wäre das für mich am lukrativsten gewesen, 15 Siegpunkte. Ja, und wenn man natürlich sowohl bei der Karlsbrücke als auch hier bei der Kathedrale so ein Endplättchen kriegt, Endpunktplättchen kriegt, dann sind das nochmal ordentlich Punkte. Habe ich jetzt leider nicht bekommen. Und als letztes gibt es dann noch in der Wertung für ein Ei, was ich noch habe, einen Siegpunkt. Das heißt, wir haben 111 Siegpunkte, was wirklich wenig ist. Im Solospiel wird davon ausgegangen, in der Regel, dass wenn man 140 Punkte erreicht, die ich beim letzten Spiel hatte, wie gesagt, ein, zwei kleine Spielfehler, wobei ich auch da wieder was vergessen hatte, mir mal zu nehmen durch diese Boni, also auch mal einen anderen Siegpunkt vergessen habe zu nehmen. Aber 111 ist natürlich sehr wenig oder verhältnismäßig wenig. Aber was wirklich daran liegt, dass ich wirklich diese Endwertungsplättchen nicht bekommen habe. Und ja, die Frage ist, man kann halt nicht alles machen. Aber man muss natürlich teilweise auch mehrere Dinge machen. Wie gesagt, diese Bonuspunkte durch diese Plättchen, die bedingen sich ja. Also diese roten Plättchen bekomme ich ja durch die Mauern. Aber hier vorwärts laufen tue ich durch die Gebäude. Also muss ich sowohl Gebäude bauen als auch Mauern, um diese Punktewertung zu bekommen. Die Frage ist, ob ich vielleicht einfach darauf nicht gehe, sondern versuche einfach nur silberne Fenster zu bekommen und einfach hier hochzuziehen, um diese Endwertung zu kriegen und den Bonus zu bekommen und auch hier einfach hochziehen, um halt in die hohe Reihe zu kommen, um da Punkte abzusahen und einfach gar nicht versuchen, quasi so quer zu ziehen. Zumindest nicht bei beiden irgendwie, auf das nicht zu gehen hier, auf diese Punkte. Und stattdessen sich entweder auf Gebäude oder auf Mauern zu konzentrieren. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, definitiv muss man hier bis hierhin kommen und hierhin kommen. Sonst ohne diese Endwertungsplättchen ist es zumindest im Solo-Spiel schwer, 140 Punkte zu machen. Im Multiplayer-Spiel, wenn man in mehreren Spielen, ich habe es jetzt vor allem mit 3 Spielern gespielt, was auch sehr gut geht, dauert auch eine Weile, aber es geht auch sehr gut. Da ist es natürlich so, dass man guckt, okay, was machen die anderen? Ja? Also wenn die anderen natürlich nicht dahin kommen zu den Endwertungsplättchen, dann braucht man selber nicht unbedingt dahin. Dann kann man versuchen, über die Punkte woanders herzubekommen. Dann schlägt man sich vielleicht um Mehrheiten, dass man vielleicht der ist, der dann die Mehrheit hat, dass man den oberen Bonus bekommt und nicht der Gegner. Da muss man immer ein bisschen drauf reagieren, wie die Gegner spielen. Aber im Solospiel ist es schon wichtig, hier hochzukommen, auch hier. Also mindestens einen von diesen Produktionen sollte man einen Anschlag bringen, damit man hier wenigstens eine von diesen Endwertungen in irgendeiner Form sich holen kann. Gut, war also nicht die beste Partie, die beste Let's Play, aber das ist ja bei mir nichts Ungewöhnliches bei meinen Solo-Let's Plays per Video. Ich hoffe trotzdem, diesmal habe ich nicht zu große Fehler gemacht. Werde das auf jeden Fall in das Video noch mit reinschreiben, falls der Fall sein sollte. Ja, ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, wie ihr Prager Kaput Regni findet. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr mal auf abenteuer-brettspiele.de vorbeischaut. Dort findet ihr eine Menge Interviews, Reviews, Toplisten, Gewinnspiele und vieles mehr und auch meinen wöchentlichen Podcast. Das war's für heute und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!